So, ich habe die Stimme jetzt auch leiser hier. Also so genau die Lautstärke wie auch bei Battlestar Galactica. Oh. Mal sehen, wie es läuft. Okay, wir wollten jetzt, glaube ich, sind wir schon wieder fast auf dem Sprung in die Eisenzeit. Brauchen nur noch die Pferde. Dann müssen wir natürlich die Mauern hier noch zumachen und weiterbauen. Und machen, aber im Grunde versuchen wir gerade die Hütten aufzuwerten und wir warten auf Herbst, damit wir Stroh reinkriegen, glaube ich. Und die wird auch wieder zerlegt. Ist ja bald Herbst. Jetzt weiter. Der ist auch schon unterwegs. Ist auch gut. Aber hier gibt es keine mehr, oder? Können die jetzt auch Holz holen? Das war halt alles schon weggefegt hier. Ich glaube, ja, noch eins. Oder? Ja. Nehmen wir das hier mal weg. Und holzen das hier ab. So. Neuer Mensch beigetreten, 2. Supi. Na, hier wachsen langsam Bäume nach. Dann können wir dann nachher wieder holzen. Die Bäume müssen weg. Für unser Monument. Ich glaube, bevor wir die Mauer weiterbauen, wollen wir erstmal die Hütten aktualisieren und das Lager bauen und so. Ja, sonst sind die alle zu beschäftigt. Gleich ist Herbst. Dann gibt es Stroh. Schauen wir mal hier, was sie schon alles haben. Nicht wenig. Geschoren. Ja, irgendwie haben wir schon Kompositbögen. Natürlich nicht. Ganz wenig Bronze. Ganz viel Kupfer. Wir sind schon bald im Eisen, das heißt, wir werden wahrscheinlich noch mit Kupfer arbeiten, wenn wir in der Eisenzeit sind. Bei 11 Baumstämme. Was denn hier alles für ein Auflauf? Oh Mann. Ich hab die ganzen Esel hier stehen gelassen. Ganz toll. Eine neue Ziege. So, ab auf die Felder jetzt. Wir brauchen Stroh.
hier auch noch einen Karren, der ist kaputt. Reparieren kann man die nicht, oder? Ne. Machen jetzt mal Folgendes. Ich stelle mal keinen Kupfer mehr her. Wir machen jetzt alles Bronze. Wir haben genug Werkzeug. Normale Bögen werden auch nicht mehr hergestellt. Stroh? Nö. Doch, da, acht. Muss bauen. Jetzt eins noch. Fertig. Drei, drei. Kann natürlich sein, dass sie mehr Getreide bekommen als Stroh, also dass das Stroh praktisch eine Art Abfallprodukt ist. Und je besser sie werden oder je besser die Werkzeuge, desto mehr Getreide anstelle von Stroh vielleicht. Weil am Anfang erinnere ich mich, hatten wir mit derselben Anzahl Felder oder noch weniger über 100 Stroh. Und jetzt kriegen wir nur noch so ein bisschen, aber dafür einen Haufen Getreide. Vielleicht ist das entweder oder. Wolle 100. Mit der wird jetzt gebaut. Ist jetzt Herbst. Würde ich fast sagen, wir machen erst nächsten Winter. Hoffe ich denke ganz hin, dass wir erst nächsten Winter das letzte Lagerhaus machen. Vielleicht. Versuchen wir noch. Und der auch. Und das hier. Nee, gerade mal 18 Stroh. Hier noch Stöcke. Ja. Mann, Mann, Mann. Der arme Wald. Das ging aber jetzt recht flott. Da ist eine Menge drin. Der macht immer noch Kupfer. Ja, ja, warum? Na, wir haben noch Kupfer rumliegen, ne?
So. Der baut immer noch Kupfer. Keine Ahnung. So, warten. Ja. Ja, wo müssen sie denn hier? Auf die Felder abbauen. So, das ist fertig, ist aber massenhaft Lager. Aber wir hatten Feuer. Naja, wir müssen das schon noch aufbauen. Und nur zwei dazu gekriegt. Also zwei Reihen. Pop. So, wir sind bald fertig da. Zwei. Oh. Pop. Pop. Oh, ein Händler. Okay. Hier wollen wir Pferde kaufen. Durchschnittlich. Auf jeden Fall die Holzkohle. Das kostet nicht viel. Was nicht? 458. Wolle gibt es nicht, weil der Winter ist. Hier getrockneter Horn, das ist auch nur ein Wert. Aber das mit den Pferden, das kriegen wir nicht hin. Das werden wir nicht hinkriegen. Da haben noch so viel Wollstoff. Naja, ist doch mal nicht. Nein, Pferde zurück, das wird zu teuer. Das hätte man nicht hingekriegt. Vielleicht wenn sie niedrig gewesen wäre, aber sowas einfach zu viel. Dann schon über die Kohle, damit die hier Zinn bauen können. Und kein Holz. Kein wertvolles Holz verbrauchen. Jetzt sind wir noch die Felder machen. Kommen sie nicht hinterher.
ein 250. Wir haben 68. Männchen, Männchen. Da, die ist fertig gemolken zu werden. Oh, neuer Mensch geworden. Ich wackel hier rum mit dem Autosave und Leute. Mal wissen, wie viel Milch die gibt. Kann die mal einer melken? Und vor allem die Felder hier machen? Wir haben 16 Milch. Das ist natürlich auch Ziegen, ne? Ziegenmilch. Im Grunde sind die Ziegen dann über. Wir können eigentlich auch 20 Vieh machen. Denke ich. Macht der? Feld oder Kuh? Erntet. Jetzt Roggen. Jetzt Vieh, so. Und wie viel da rauskommt. Vielleicht sind es zwei Eimer. Das wäre dann mehr als bei der Ziege, was ich mir vorstellen könnte. Auch ein nettes Detail, dass sie wirklich Euter haben, die Weibchen. Ja, die guckt ja zwei Milch. Das heißt, eigentlich sind die Ziegen dann überholt. Die können wir eigentlich ausrotten. Aber die fressen vermutlich auch weniger. Nichts Genaues weiß man nicht. Alle abgebaut. Da kommt er. Outfit 100. Jetzt stellen wir Bronze her. Also war aber fast im Eisen. Nee, noch lange nicht. Also wenn wir, mal angenommen, wir kaufen uns die Pferde mit den Punkten, dann brauchen wir noch mal 25, um Eisen schmelzen zu lernen. Dann direkt Stahl. Das ist aber auf jeden Fall auch was für so Schönbauer, das Spiel. Man kann schon Sachen hier machen, wie eine schöne Brücke hier rüber. Hier lässt du ein paar Bäume wachsen. Das andere machst du flach.
Dann kann man mit den Hinkelsteinen ein bisschen dekorieren, würde ich mal sagen. Schon interessant. Immer noch recyceln. Ja. Ist einfach, was wir Bronze hergestellt haben. Na gut, machen wir Pferde. Pferde Domestizieren. Bräuchte man nur noch Pferde. Und jetzt im Winter will ich die sowieso nicht mehr wegschicken. Dann sollte man die nicht so weit wegschicken vom Lager. Das haben wir mit dem Hinkelstein gesehen. Domestizierungstechnologien erlauben wilde Pferde zu zähmen. Sobald die Technologie erforscht ist, kannst du wilde Tiere fangen oder sie von Händlern kaufen. Um ein wildes Tier zu fangen, bla bla bla. Pferd. Pferde werden größtenteils verwendet, um Karren zu ziehen, aber sie können auch geschlachtet werden, um Fleisch zu erhalten. Naja, also wie ein erweiterter Esel. Frage ist, ob die schneller laufen. Frühling. Da bauen sie noch, da bauen sie schon. Den bauen sie auch noch. Ich denke einfach mal, dass Bronx um einiges härter ist. Da würde sich das fast nicht lohnen, so viel Zeug da reinzuschmeißen. Und den Platz hätten wir für 10 Pferde, ne? Was ist los? Für Bären züchten. Wildbären. Mit Ja, er kommt. Wird dahingestellt. Da haben wir wieder ein paar Arbeitskräfte mehr. Transportschlitten haben wir denn. Wir haben einen rollenden. 5K und 15 Schlitten, das muss auch reichen. Fast 100%. Oh ja, tut mir leid. Das ist eins fertig. Das wird auch gebaut.
drei Ziegen. Aber die Ziegen vermehren sich aber so gut. Das ist das Schöne. Jetzt wird das ganze Stroh in Häuser verbaut, würde ich sagen. Um 155 Getreide. Das muss reichen. Neues Vieh, das ist gut. Ein Schaf brauchen wir noch. Erwachsenes Weibchen. Weibchen. Wer versteckt sie? Männchen. Ah, eigentlich klappen. Weiß Winter. Hallo umziehen. Aber gleich Sturm, jetzt kommt wieder Blitz, was? Halb fertig. Ja, die laden das alles auf die Karren, weil. Lagerhaus weg ist, nehme ich an. Von den Eichen sollst du weichen, doch die Buchen sollst du suchen. Dreimal scharf, wow. Das lohnt. Was haben wir da? Rennfeuerofen. Können wir den auch aktualisieren? Sturm weg, Sturm weg. Welche Wildpferde? Ist Vieh. Schon zu alt. Der Pferde. Sind da schon wieder ein Esel? Pass. Das ist auch fertig. Noch ein Esel. Wow. Wird aber gleich geschlachtet hier. Noch zwei Schweine. Und schon wieder Frühling. Ach nee, ist noch Winter. Das habe ich zu falsch geguckt. Ist jetzt so der Sturm vorbei. Der arme Esel.
Ist alles voller Fleisch. Hier auch. Noch keiner weggebracht. Die sind aber noch nicht voll alle. Doch fast. Muss auch noch so ein Ding bauen. Ich sage nur einen hier an die Hecke. Dann haben sie von allen Richtungen Essen. Getreidespeicher. Oder kriegen wir hier einen reinrollen? Passen. Da geht einer. Na los, was soll's. Wir können wir mehr Essen bunkern. Da schon Zeug. Oder ist das nur eine Trappe? Hm. Hier wird schon wieder reingelagert. So, wir haben jetzt unsere finalen Lagerhäuser. Das ist auch schon mal was. Wo wir nie wieder aktualisieren. Ever. Sind können wir uns tot werfen. Boah, ich stelle aber Bronze her ohne Ende her. Ja. Nee, gerade. Geht schon. Wenn er will. Wenn wir die Holzkohle haben. Schlitten. Zwei. Ein Messer. Eine Axt. Eine Sichel. Eine Hacke. Doch geht. Und schon recht gut hergestellt. Haben wir denn das? Sie? Alte Dame. Drehen.
das war jetzt angenehm. Noch ein Ast, dann wird das Schilder gebaut. Überhaupt toll? Ne, Äste noch. Ach ja, gibt's ja. Weil auch noch Nüsse und Kirschen und so stehen. Ein Händler. Soll die uns verkaufen? Holzkohle. Zinnerz. So. Durchschnittlich 83. Brauche ich nicht so viele. Was kann man noch verkaufen? Fleisch. Ja, machen wir auf 20. Und brauchen wir noch nicht die alten Bögen. So. So. Damit die mal die anderen Bögen bauen. Jetzt haben wir Kohle ohne Holz verballert zu haben. Kann die Bronzeschmelzerei richtig laufen. Fleisch ist sowieso eigentlich immer unterwegs. Wir haben jetzt gerade alle auf 10. Das ist gut. Hier wird schon gebaut. Jetzt noch 70 Platz. Ja, jetzt zwei mehr. Hm. Die Menge, dieselbe Menge Äste ab. Und, nee, der gab weniger, weil es ein kleiner Baum war. Das Wildschwein. Oh. Was hat der alte Mann da hinten gemacht? Hat sich da eine Unterkühlung geholt. Woher sah, wo will er denn hin? Was ist der Händler? Keine Pferde. Ist voll. Noch erst halb abgebaut. Und dann war da schon die nächste. Baut er endlich mal. Ja, ich überlege Knochen nur als Währung, als Tauschmittel zu nehmen. Und die Knochensperre weg und dann das Ding abreißen. Reiß mal ab. Brauche ich nicht mehr. Mit Bronze, Speere und Schwertoffeln hier.
Schwerter. So, wenn das fertig ist, können wir das nächste bauen. Keine Pferdchen. Also dabei. Ne. Muss man im Frühling mal suchen gehen. Oh, der steht auch schon, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und so ein. Kriegen wir es hier hin. Komm, Fesso. Dann verwerten wir den mal wieder und gucken, ob das nicht hingestellt wird. Sorry, bevor ich was Falsches mache. Mal gespannt. Wir können ja nicht jetzt den Stein pulverisieren oder so. Die werden einfach nur umfallen. Nehme ich an. Und dann hier rüber schleppen und da wieder reinbauen. Denke ich jedenfalls. Wenn das dann weg ist und das weg ist, dann haben wir hier in der Mitte auch so einen kleinen Dorfplatz. Holzfällen-Ding hier. Zwei Schweine. Mal echt gespannt. So, 76. Der Stroh schon wieder ist. Oh nee. Das ist das letzte Haus schon wieder. Für diese Saison. Haben wir nur noch drei? Das mal aus. Weil das wird dann nicht wieder aufgebaut bis Herbst ist, ne? 72 hätten wir dann noch.
Oh, der Hinkelstein ist weg. Ne, man merke, recyceln ist nicht möglich, der Hinkelstein. Ne. Shit. Okay, wieder was gelernt. Ja, die werden nicht wieder aufgebaut werden. Und das noch abbrechen? Nein! Was passiert jetzt? Ja, verwirrt, ja. So, jetzt. Ich glaube, ich reiße das ab. Reiß das Totem ab. Bau dann hier noch zwei Häuser. Wenn wir wieder Herbst haben und Stroh reinkommt. Ja, das war ein bisschen albern. Ich hatte Getreide. Landwirtschaft erlaubt es hier, die Nahrungsproduktion zu automatisieren. Naja, sag ich doch. Kann benötigt auch als Tierfutter dienen, um es besser stattdessen Stroh zu verwenden. Sag ich doch. Ich habe noch 134 Getreide. Da ist doch schon Getreide drin. Wenn der noch gebaut wird, dann kann das eigentlich auch abgeorganisiert werden. Zwei Schafe. Yay. So. Das ist ein bisschen doof mit dem Stroh, ne? Der versteckt hier noch eine Feuersteinsichel. Die ist eh fast kaputt. Ist egal. So, eine. Eine, zwei, sieben, drei, zwei, keine Kompositbögen. Will irgendwie keiner bauen. Woran liegt das? Der braucht nur einen Stock und Leinen. Nur angeln. Und die Bögen mal kaputt machen.
klaue ich jetzt die Bögen. So, der hat schon ein Bronzeschwert zu Hause. Es fehlt tatsächlich gleich. Oh, muss ja. Es fehlt tatsächlich gleich an. Oh Gott. Die haben auch Kupferwaffen, wie mir das aussieht. Ne, Bronze. Volloutfit, normale Bögen. Bronzeschwerter. Also schon mal breit machen. Lauf, mein Eselchen. Ach, das kann nicht runter. Ah ja. Geh doch mal was essen. Mal sind sie konzentrieren. Nee, doch nicht, die teilen sich. Das ist so. Dann gehen wir auf die da. Und hier kommen wir durch um die da. Janag. Das war's. Hoa, ja, finde ich auch. Dass man die nicht plündern kann, finde ich ein bisschen schade. So. Mein Gott. Wie ist denn Jana? Ey, ach, ein alter Mann, der geht noch. Ah, tut mir leid, aber ist besser, als wenn ein Erwachsener gestorben wäre. Ach doch, wir kriegen aber. Ne, Knochenspeer. Feuerstein. Knochenspeer. Komisch, dass wir deren Zeug nicht kriegen. Wir müssen bis Herbst fahren. Da können noch zwei Fällen.
Aber das ist aber blöde, dass man von den Hinkelsteinen nichts zurückkriegt. Müssen wir die jetzt wer weiß wo weg holen. Das ist ja echt kacke. Das ist Feuerstein. Ist weit und weit keine mehr. Da ist einer. Ja. Das war aber auch irre weit. Aber müssen wir ja irgendwie. Dann auch noch zwei. Also wir haben noch genug rumliegen, nur weite Wege. Lass mal den hier in der Mitte stehen. Sechs Stück. Cool. Reicht uns das Stroh nicht? Aber Getreide haben wir ohne Ende. Also, wir müssen nicht hungern. Also ich denke mal, die Kompositbögen werden bei der Verteidigung mehr helfen als alles andere. Wenn sie denn mal hergestellt werden. Doch jetzt. Ja, endlich. Ist das mein erster Kompositbogen? Ja, einer. Das muss repariert werden, Jungs. Brauchen wir auch Stroh, oh mein Gott. Oh, das dauert bis Herbst. Ja, ich weiß nicht, wo wir mehr Stroh herkriegen. Denk mal, wenn wir die Häuser nicht mehr ausbauen, dann haben sie das Stroh über. Und dann haben wir die Tiere, die das wegfressen. Das heißt im Umkehrschluss, wir brauchen mal wieder mehr Felder. Ich weiß nicht, woher nehmen.
Hätte echt gedacht, das reicht. Aber wir schaffen es ja auch gerade so, die Felder zu bestellen und zu ernten mit den 70 Leuten oder 60 Leuten. Sondern einfach eine Technologie Stroh aus Getreide oder so. Ja. Und jetzt 25 Wissen bis zur Eisenzeit. Weizgebiet erschöpft. Wohnen. Ach, hier. Nee, da sind noch. Das entfernt er automatisch. Ja. Scheint er entfernt zu haben. Was ist noch da? Ach, da können wir hier noch wieder Getreide pflanzen, oder? Mal Roggen hier noch rein. Hier nicht die Steine? Ah. Gehen wir einfach nicht hin. Dann kriegen wir noch drei. Hier Erbsen? Nein. Eine Haselnussstrauch. Nein. Ein Kirschbaum. Hätte ich jetzt gedacht, wo die Steine hier waren. Man da irgendwas hinpflanzen kann. Scheint nicht. Das ist ein Steinlager. Hier kann ich jetzt echt nichts pflanzen. Linsen. Nein. Megalith 10. Hier irgendwo. Da. Bereite dem auch den Transport vor. Wo war der andere? Da war trinken. Hier ist noch einer. Noch weiter weg. Hack den noch mal.
Hier ist noch einer. Hier sind Pferde. So. Ob sie das schaffen, könnte eine Kamikaze-Mission sein, aber wer weiß. Vielleicht schaffen sie es und zurück. Ist ja noch Frühling. Also erfrieren sollten sie nicht, bis sie wieder da sind. Hoffe ich jedenfalls. Wir haben zwei Megalithen. Das heißt, sie haben noch irgendwo einen. Hier ist auch noch einer. Also gar nicht so weit weg. Doch, ist es. Aber wir müssen sie irgendwie ranholen. 6 Stück brauche ich noch. Wo ist denn der andere Megalith? Das ist der. Hier. Ob wir das schaffen. Noch irgendwann 6 mehr Megalithen hierher zu schaffen. Und in 5, 6, 7.000 Jahren werden sie uns ausbuddeln und dann sagen. Gott, wie habt ihr das nur geschafft? Wo sind die Aliens, die uns dabei helfen? Mann. So, wie sieht's aus? 2, 3, 7. 2, 2, 2, 4 Schwerter. Stroh, wir brauchen Stroh. Schlitten kaputt. Da brauchen wir noch heute für, das ist wichtig. Hier ist immer noch eine. Feuerstein sicher. Ah. Tier wurde geboren, dreimal Schwein. Steckt ihr noch eure Feuerstein dahin? Da, siehst du?
Er wird weniger. So, ein Messer liegt nur irgendwo rum. Und zwei Speere. Und eine Sichel. Pferde hat noch keiner gefangen. Das war ganz schön weit weg. Jetzt haben wir Sommer. Mit Getreide können wir uns tot werfen. Wird zu wenig Bier produzieren zum Beispiel. Oh, wir haben vier Hinkelsteine hier. Ich will erstmal nur zwei abtransportieren lassen. Wenn wir gleich alle machen, schleppen die Leute woanders. Holt Hülsenfrüchte von hier. Neuer Mensch. Wenn wir 14 rumliegen, dann kann ich mal wieder. Ne? Bögen. Ja. Und drei. Aber auch nicht zu krass Bögen zerstören, weil es kommt ein Räuberangriff und ist vorbei. Ah, du Balk. Lass das liegen. Nee. Er kann schneller klicken. Da sicher. Mein Händler, gib mir Stroh. Ah, natürlich nicht. Zufällig noch Kohle? Nein. Das Fleisch schon. Ja, hier wollen wir Knochen nehmen. Ja. Mann, Mann, Mann.
Ja gut, machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir müssen jetzt auf Herbst sowieso warten, dass wir wieder Stroh reinkriegen. Ja, ich hab's halt.